jeder, glaube ich, empfindet etwas oder will sich künstlerisch ausdrücken. Aber die Kunst ist das, wie transportiere ich das? Wie vermittle ich das? Für mich war es eben immer die Klarinette, die mich fasziniert hat. Der Klang und die Farbigkeit, die Flexibilität des Instrumentes. Und ich konnte mich damit eben am besten musikalisch ausdrücken. Also gerade als Solist, ich stelle mich nie da vorne hin und sage, ihr werdet schon klarkommen mit mir, seht mal zu, dass ihr klarkommt. Sondern ich versuche, auch wenn ich ein Solokonzert spiele, immer das wie eine große Kammermusik zu sehen. Das ist dann auch menschlich immer sehr schön, ja. Also ich fühle mich eigentlich nie als Solist. Das ist natürlich ein unglaubliches Stück, wo man immer das Gefühl hat, ja, ich bin immer, bevor ich auf die Bühne gehe, auch immer voller Demut diesem Stück gegenüber, um dem Stück auch auf der Bühne gerecht zu werden. Ja, weil es einfach genial komponiert ist natürlich, ne? Und gerade der erste Satz ist so harmonisch, so ausgeglichen komponiert. Also Antonini ist so eine Inspirationsquelle, ja. In jeder Faser seines Körpers ist Musik. Was ich besonders noch schätze, ist, dass er einfach nicht einfach gut begleitet. Man kann sich Bälle zuwerfen. Während des Spielens hat er wunderbare Ideen. Ach ja, genau. Und plötzlich kommt ein ganz neuer Aspekt. Also man kreiert das völlig
anders manche Stellen, nur weil er eine Geste macht, wo man sagt, boah, jetzt, das war schön, ja, und schon hast du anders gespielt. Also, und jedes Konzert ist echt ein Abenteuer mit ihm. Ich habe einfach Spaß am Spielen und manchmal zu viel, ne? Es gibt eben Bewegungen, die zur Musik passen und Bewegungen, die wirklich stören. Es ist einfach manchmal zu viel. Hab mich dann grad, wenn ich dran denke, dann geht es ganz gut. Dann ist es immer noch genug an Bewegung. Thank you.
ein Teil von mir. Also es ist jetzt nicht so, dass die speziell für dich gebaut wird. Also Herbert Wolitz ist eine Meisterwerkstatt, und diese Meisterinstrumente werden alle gleich gebaut. Und man hat nur die Möglichkeit, von einigen Sätzen auszusuchen. Und das macht man natürlich sehr sorgfältig, das Aussuchen. Und ja, ich habe mein wirklich 42 Jahre und ich will gar nicht immer bin nicht auf der Suche nach irgendwas anderem, noch besseren. Gibt es sowieso nicht. Ich liebe meinen Satz, weil du musst auch alle Nuancen, du kennst jeden Ton. Jeder Ton hat ein anderes Obertonspektrum. Wenn irgendwas ist, dann merkt man das sofort. Auch die Klappen, wie hoch die Abstände sind, wie stark die Federn eingestellt sind. Also das ist schon spannend, weil wenn zum Beispiel Rainer in mein Material reinbläst, klingt es nach Rainer Wehle oder nach meinem Bruder, egal. Und wenn umgekehrt auch. Also der Klang ist schon wirklich von dir selber abhängig von deiner Vorstellung, die du hast. Wir waren als Studenten ja schon zusammen, ne? Und haben ja noch unser Studium fertig machen müssen. Und dann gingen wir natürlich auch mal auseinander. Also ich ging ein Jahr nach Paris, sie blieb in Hannover. Dann ging ich nach München zur Philharmoniker. Dann hat sie beim Bayerischen Rundfunk Probespiel gemacht, weil ich in München war. Ja. Das waren aber dann nicht die passenden Stellen, das waren nicht die richtigen Solostellen. Dann ging sie nach Berlin. Und ich bin ja dann im Orchester geblieben. Ich war ja dann in Hannover im NDR Soloklarinettist. Und seit 25 Jahren teilen wir uns ja hier die Professur. Ja, viele sagen, das kann doch gar nicht funktionieren. Das ist doch schwer, wenn man das Gleiche macht. Aber ich finde, das finde ich eigentlich überhaupt nicht. Erstmal schätzt man sich gegenseitig sehr, nicht nur menschlich, sondern auch musikalisch. Und dann, wenn man jetzt nach Hause kommt, man kann einfach über die Probleme auch sprechen. Man muss sich nicht erklären, warum geht es mir jetzt schlecht, wenn ich kein Blatt habe. Oder jetzt das Stück macht Mühe zum Einstudieren. Oder hier habe ich ein Problem. Da kann sehr unterstützend ist man sich einfach gegenseitig. Und er weiß genau, wovon ich spreche. Ne? Ich muss mich da nicht groß erklären. Es gibt natürlich vieles, wo ich sage, boah, das würde ich auch so spielen. Ja? Dass man aber auch toleriert, dass es manche Sachen gibt, wo ich sage, nee, das würde ich nicht so spielen. Ja? Das würde ich anders spielen. Aber das muss der andere dann auch akzeptieren. Muss er auch sagen, so, da ist Rainer Wehle eben Rainer Wehle und nicht Sabine Mayer. Ja? Dass man auch mal man selber bleiben kann. Ja? Ich bin ja kein Klon von Sabine oder sie von mir. Für mich ist ein Klang einfach, er muss Wärme haben, Dichte und er muss Klarheit haben, so eine Reinheit und vor allem eine große dynamische Bandbreite haben und flexibel sein und farbenreich sein.
Also unser Vater war, würde ich sagen, ein Allround-Musiker. Der hat Klavier studiert, konnte super gut Klarinette spielen und er konnte aber auch viele andere Instrumente, weil er war der Musiklehrer für die ganze Umgebung. Und das Tolle war bei uns zu Hause, wir hatten ein Klavierhaus. Und da standen natürlich dann die ganzen Instrumente rum, die man probieren konnte. Und ja, für uns Kinder war, wir haben, also ich habe mit Klavier angefangen, dann Geige gespielt. Als die Finger groß genug waren, dann kam die Klarinette, später die Orgel. Aber es war völlig normal, dass man mehrere Instrumente spielte. Ja. Vergessen wir lieber. Ja, aber es war schon irgendwie immer klar, dass die Klarinette das Hauptinstrument ist. Und je höher dein Anspruch ist an den Klang, desto wichtiger wird das Material. Das ist jetzt Grenadil. Das ist unglaublich schwer und unglaublich hart. Also wenn du da reinbohren willst, du brauchst einen Betonbohrer. Ne? Im 18. Jahrhundert ja nur die europäischen Hölzer gehabt. Ne? Die hatten ja noch nicht die Importe aus Afrika in dem Sinne. Und die härtesten europäischen Hölzer sind nicht Eiche, sondern es ist Rose, Rosenholz und Buchsbaum. Das ist 100 Jahre oder 90 Jahre abgelagertes Holz, wurde gefunden in Südfrankreich in einem Kloster. Und das ist schon ein anderer Klang. Also es hat einen anderen Schmelz. Ich mache sehr gerne kleinere Kammermusik darauf, weil es einen schöneren Klang hat, eine Verbindung mit den Streichern. Sie sind ja, dieses ganze Metall nicht dran, das wiegt unheimlich viel, ja. Und dann ist es natürlich Buchsbaumholz, was wesentlich leichter ist als dieses schwarze Grenadil. Und dann hast du ein federleichtes Instrument in der Hand, ja. In der Ansprache. Und wenn du dann spielst, merkst du, das spricht unglaublich gut an. Also man hat immer an der Klarinette natürlich auch an allen Instrumenten versucht, was zu verbessern. Es gibt B- und A-Klarinetten, die sind beide normal in dem Sinne. Ja? Das ist die ganz normale A-Klarinette und hier haben wir das Bassetthorn. Man sieht ja, das ist viel, viel größer als eine Klarinette, das ist auch viel tiefer, das ist in F gestimmt und nicht in A. Und das Bassetthorn ist zu Mozarts Lebzeiten erfunden worden und hatte von Anfang an eine Besonderheit, und zwar 4 Töne mehr als die Klarinette. Man sieht das hier, diese 4 Klappen. Und Mozarts bester Freund Anton Stadler, der ja damals der beste Klarinettist war, der hat sich gedacht, man könnte ja diese 4 Töne, die hier mehr sind auf dem Bassetthorn, auch an die Klarinette ranbauen. Und dann hat er sich eben eine ganz normale A-Klarinette, wir haben hier jetzt die Bassettklarinette, die hat er einfach um die 4 Töne verlängert. Und das nennt man Bassettklarinette. Das sind die 4 Töne. Also ja. Das war einfach eine tolle Idee, mhm. Ne, dass sie gesagt haben, Mensch, warum machen wir nicht die Bassettklarinette? Diese 4. Mal an die normale A-Klarinette ran. Und schon hat man einen unglaublichen Tonumfang von fast 4 Oktaven. Du kannst da ein Massenprodukt herstellen, das ist sehr billig. Und du könntest eben auch ein Klasse-Produkt herstellen, das ist dann sehr, sehr teuer. Ne? Und wir sind froh, dass wir da eine Firma haben, die sehr, sehr gutes Holz hat. Und aber den Rest machst du dann. Ja.
Ja, ja, ich mache das auch immer mit unseren Studenten. Ne? Die müssen einmal in ihrem Leben müssen die sich selber Blätter gemacht haben. Im Prinzip ist es eben so, dass früher 200 Jahre lang jeder Klarinettist diese Blätter einfach selber machen musste. Man konnte gar keine fertigen Blätter kaufen. Und dieses Arundo Donax, also dieses Naturprodukt, ist natürlich das Beste, was es dafür gibt. Dann sägt man das hier auf die entsprechende Länge. Hier ist eine Leere, dass man das sägt. Das ist jetzt genau die richtige Länge des Blattes. Dann wird es gespalten. Das macht man einfach mit einem Messer. Hier tut man dann das sogenannte Schiffchen rein. Fixiert das mit einer Schraube. So. Und dann holen wir das. Und der Rest wird dann mit Schleifpapier gemacht. Ne? Und dann kommt als letzter Schnitt, nee, vorletzter Schritt kommt dann die Oberfläche. Als letztes kommt diese sogenannte Fasson drauf. Und das kann ich mit dieser Maschine machen. Da habe ich verschiedene Modellblätter. Das ist durch den Gebrauch schon ganz schwarz geworden. Und diese Maschine hat einen Abtastkopf und einen Schleifkopf. Und damit bin ich tatsächlich in der Lage, auf einen Hundertstel Millimeter genau diese Fasson herzustellen. Dieses Blatt heißt das Weiche Wunder. Das ist immerhin von 1993. Das wird immer noch kopiert. Oft kopiert, nie erreicht, wahrscheinlich. Beim Feste war das einfach schon wirklich hart, weil du 19 Konzerte spielen musstest in völlig unterschiedlichster Art. Und immer unglaublich Top-Material brauchst. Ne? Und wir haben ganz gut vorgearbeitet. Oder Rainer ist ja der Guru für die Blätter. Naja, ein super Blatt kann eigentlich schon alles spielen, würde ich mal sagen. Ne? Aber es gibt schon vielleicht Blätter, wo man sagt, für ein Nielsen-Konzert oder für ein Copland braucht, das muss einfach wirklich sehr kraftvoll sein. Und da musst du rangehen und laut spielen können, ohne dass es hässlich klingt. Ne? Dass der Klang wirklich schön und rund bleibt. Also da gibt es schon wirklich. Aber man muss nur ein bisschen aufpassen, wenn man in die Berge fährt. Da muss man zu Hause schon bedenken, dass man dann ein bisschen leichteres Blatt mitnimmt, damit das da auch funktioniert, dass man sich da nicht allzu sehr quält. Wenn es zu trocken ist, werden die Blätter sehr leicht. Wenn es zu feucht ist, gehen die überhaupt nicht mehr. Dann sind die sowas von schwer und matschig. Und das ist jetzt natürlich das A und O eines guten Tones. Ja. Rainer hat ein Blatt gemacht. Wir schreiben ja immer den Monat und die Holzhärte hinten drauf. Und hier steht 622. Also Köchelverzeichnis 622 vom Mozartkonzert. Und er sagt immer, darauf musst du ein Mozartkonzert spielen. Thank you.
Thank you.
Ich habe immer das Gefühl, wenn ich auf die Bühne gehe, ich spiele es zum ersten Mal. Wirklich, es wird auch nicht einfacher, wenn man es öfters spielt, sondern im Gegenteil. Und solche großen Werke sind wirklich wie Kraftwerke, aus denen man immer Neues schöpft. Und man hat nie das Gefühl, dass man alles verstanden hat. Und außerdem hast du immer einen anderen Saal, eine andere Akustik. Du hast ein anderes Orchester, einen Dirigenten, mit dem man wunderbar, also mit dem es jedes Mal anders ist. Also insofern ist es immer ein Neuerschaffen. Es ist immer eine Bergbesteigung. Jeder normale Mensch kann Klarinette spielen. Ja? Man muss nur vielleicht locker und entspannt sein, um gut atmen zu können. Gute Haltung, das ist eine kontinuierliche Luftführung, ein dichtes Legato, eine lockere Technik und ja, ein glockiges Staccato. So, das sind die fundamentalen Dinge. Und dann, wenn das funktioniert und gespürt ist und richtig geführt ist, dann kann man aufbauen und alles spielen. Die Klarinette war einfach für mich immer faszinierend, weil sie in ihrer Vielfältigkeit, in ihrer Flexibilität und Farbigkeit und dann natürlich der Klang des Instruments, den man mit seiner Luft modellieren und formen kann. Und das war immer was Besonderes. Und, ja.